Schmerzen im Rücken kennt jeder, besonders im unteren Bereich zwickt es relativ häufig. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir dagegen tun können. Vorbereiten nutzt ihr die Standardrolle, um den gesamten Rücken abzurollen. Und für die nächste Übung verwenden wir hier den kleinen Duo-Ball und setzen den an der Wirbelsäule an. Die Aussparung ist für die Dornfortsätze hier ungefähr auf Schulterblatthöhe und legt euch dann wieder auf dem Boden ab, auf den Ball, damit der Kopf auch entspannt liegen kann. Nehmt ihr zum Beispiel einen Block und jetzt nehmt ihr die Arme hinter den Kopf und nehmt sie an den Seiten wieder nach vorne entlang. Da werdet ihr merken, wie die Muskulatur durch die Bewegung arbeitet und mit dem Druck des Duoballs sich verschiedene Verspannungen und Verklebungen lösen. Die Übung schön langsam ausführen, konzentrieren und dabei atmen nicht vergessen. Spürt ihr in euch rein, Anzahl der Wiederholungen, sagen wir mal so 7 bis 10 pro Position. Und dann könnt ihr den Duoball ein Stück nach unten, zentimeterweise nach unten oder nach oben verschieben. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass sich da was gelöst hat, dann könnt ihr weitergehen. Dann zeige ich euch noch eine ganz tolle Übung mit dem kleinen Ball im Stehen. Hierzu setzt ihr den kleinen Ball direkt unterhalb hier vom Beckenkamm an und rollt langsam hier entlang nach außen und wieder nach innen zurück und fahrt dann auch hier am Kreuzbeinknochen nach unten. Das gleiche macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Danach wechseln wir nach oberhalb des Beckenkamms, fahren auch hier ganz eng entlang an diesem Knochen Richtung Außenseite, wieder zurück mit ganz langsamen, ruhig auch kleinen kreisenden Bewegungen, um dann zu guter Letzt nach oben, rechts und links der Wirbelsäule auch die großen Rückenstrecker hier mit auszurollen. Um den Druck hier optimal zu variieren, macht man die Übung am besten an der Wand. Ein weiteres neues Tool hier ist der Twister. Und mit dem könnt ihr super eure große Rückenfaszie selbst ausmassieren. Ihr setzt ihn an, schmelzt langsam erstmal mit leichtem Druck ins Gewebe rein und dann dreht ihr langsam hier auf eine Seite. Dabei verschiebt ihr verschiedene Bindegewebsschichten gegeneinander, langsam auf die andere Seite. Und das könnt ihr so ein paar Mal, circa 5 Mal hin und her machen. Spürt auch hier wieder in euch rein, so wie es euch gut tut. Da geht ihr auch ein Stück höher, aber noch unterhalb von den Rippen und sinkt wieder tief und langsam ins Gewebe ein und twistet wieder zur einen und zur anderen Seite. Allerdings ist er nicht nur für die untere Rückenfaszie hervorragend geeignet, sondern auch gerade hier im hinteren Nackenbereich, vor allem den Kopf erstmal ein bisschen annähern, zur Schulter bringen, auch langsam wieder einschmelzen ins Gewebe und dann während ihr twistet, könnt ihr den Kopf langsam zur Gegenseite nehmen und damit ein bisschen mehr Spannung auf das Gewebe bringen und dann geht es wieder zurück. Das kann man sehr schön selber machen, das heißt man braucht hier nicht jemand anderen dazu und hier macht ihr auch circa 5 Bewegungen, aber wichtig, guckt immer, dass es euch gut tut und nicht über den Wohlschmerz hinausgehen. Für die nächste Übung brauchen wir den großen Ball und den Block und im Idealfall eine Bank oder einen Stuhl. Besonders wenn es um Beschwerden im unteren Rücken geht, müssen wir die ganze Muskelfaszienkette bearbeiten und hier ganz wichtig auch die Beinanziehermuskeln, die Adduktoren. Und da gehen wir jetzt mit der Übung mal hier oben richtig schön an die Ansätze. So, dazu setzt ihr den Ball wirklich direkt hier an den Ansätzen ganz oben, wo das Bein im Prinzip schon aufhört, an und versucht hier langsam ins Gewebe reinzuschmelzen und schaut, dass ihr dem Druck langsam nachgebt und die Spannung etwas nachlässt. Dann könnt ihr zusätzlich mit ganz kleinen minimalen Bewegungen noch arbeiten, um das Gewebe weiter zu lösen und die Sehnenansätze hier von den Spannungen zu befreien. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Tipps und Tricks mitnehmen können. Probiert es einfach aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.